Für das Leben lernen wir, nicht für die Schule. Was woanders oftmals nur eine abgedroschene Phrase ist, wird an der städtischen Realschule Schleiden tatkräftig umgesetzt. Wir haben ja oberhalb der Schule unsere Streuobstwiese und diese Streuobstwiese wollen wir gerne erweitern. Hier soll ein Schulgarten hin und ein Pflanzstreifen, der ist Anfangspunkt eines Weges mit Stationen in Richtung Vogelsang. Da wollen wir auch als Schule noch unterschiedliche Stationen gestalten, um das eben auch attraktiv für Wanderer zu machen, hier an der Schule starten und dann nach Vogelsang gehen. Gleichzeitig verbinden möchten wir das mit etwas, was uns sehr am Herzen liegt, nämlich Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. Die Schüler stehen da hinten nicht nur am Betonmischer und mischen den Mörtel, für das Mörtelbett, in das die Steine gelegt werden, sondern sie sollen auch vorher berechnen, wie viele Steine brauche ich, wie viel Mörtel brauche ich, wie gehe ich das an, wie plane ich das, wie mache ich das auch arbeitsteilig. Die Steine kommen vom Recyclinghof in Kall, da ist die Klasse 9 hingefahren vorletzte Woche und hat die Steine von alten Resten befreit und so fertig gemacht, dass man hier eben die als Begrenzung verlegen kann. Hier muss ein Pflasterweg hin, damit das Gras nicht überwuchert und die Pflanzen zerstört. Ist das für dich was Normales, mit Maurerkelle und so zu arbeiten? Nein, habe ich noch nie gemacht. Und wie ist das für dich? Es macht Spaß. Wie findest du das, dass du sowas in der Schule lernst? Toll. Heute Morgen ging es los mit Rechnen. Erdkunde, also Frostsprengung. Warum müssen wir das so machen und nicht anders, dass das nicht uns alles um die Ohren fliegt? Teamarbeit. Hey, mach du auch mal mit. Ich habe keine Lust, alleine zu schwitzen. Organisieren, nichts vergessen, wenn man heute keine Arbeitsschuhe dabei hat. Das wäre auch ganz doof. Das heißt, Sie schaffen auch gleich eine Schnittstelle eigentlich zwischen Berufsleben und Schule? Ja, das ist uns wichtig, weil wir auch im Programm KOA sind, kein Abschluss ohne Anschluss. Für Realschule ist es grundsätzlich auch wichtig, Praxis mit Theorie zu verbinden und den Kindern eben auch praktische Erfahrungen zu vermitteln, um eben auch zu zeigen, dass es ganz viele Wege in dem Beruf gibt. Und da zeigen unsere Schüler eigentlich auch ihre Stärken. Gerade wenn es um die praktische Arbeit geht, sind die sehr engagiert, zeigen Qualitäten, die man sonst im Unterricht vielleicht auch gar nicht so entdecken kann. Und das motiviert sie sehr. Motiviert sie auch vielleicht in der Schule Phasen durchzuhalten, die ein bisschen schwieriger sind. Und wir sehen, dass sie da viele Fähigkeiten mitbringen, die wir gerne ausbauen möchten.